Hallo aus Jerez. Hier ist alles bereit für den Start des Qualifyings, das darüber entscheiden wird, wer morgen auf der Pole Position an den Start gehen wird. Für die heutigen Läufe ist gutes Wetter angesagt. Die Sonne hat schon den Asphalt aufgewärmt. Gut für die Fahrer, denn dadurch sparen sie ein wenig Zeit beim Aufwärmen der Reifen. Und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite zum großen Preis hier in Spanien, in Jerez. Einer sehr, sehr bekannten Strecke. Die sollte nicht nur MotoGP-Fans bekannt sein. Nö, auch die Formel 1 ist hier sehr, sehr lange gefahren. Nicht mit einem Grand Prix, allerdings haben die Testfahrten hier immer wieder stattgefunden. Und man sollte meinen, dass man die Strecke dann ganz gut kennt. Tut man vielleicht trotzdem nicht, denn nicht jeder schaut die Testfahrten und schaut die dann auch so präzise. Und ich zähle mich einfach mal dazu. Ich habe dann immer die Meinungen von den verschiedenen Fahrern oder schaue mir gewisse Kurven an, wo man sieht, wie ein Auto entsprechend liegt. Kenne aber die Streckenführung nicht. Also kannte die Streckenführung halt nicht so präzise. Aber das ist trotzdem kein Grund für mich gewesen, sie ein bisschen trotzdem vorzubereiten und jetzt vielleicht ein paar sehr schnelle Runden zu drehen. Let's do it! Allgemein finde ich, ist das so eine Strecke, die einen richtig, richtig guten Flow hat. Also wenn du einmal drin bist, dann kommst du richtig schön um die Kurven. So, jetzt hoffe ich, dass es nicht wieder den klassischen Vorführeffekt gibt, dass ich ein paar Qualifying-Runden verkacke, ehe ich eine ganz gute fahre. Okay, das ist richtig schön gerade. Ja, hier einen guten Ausgang erwischen. Ja, da musste ich kurz korrigieren. Denn hier folgt jetzt eine schön lange Gerade. Also man hat hier allgemein sehr viele, sehr schnelle Kurven. Es macht sehr spaßig hier zu fahren. So, hier nochmal eine schöne Rechtskurve. Na, schlecht erwischt. Sehr schlecht erwischt. Gut, gegen Ende sah es jetzt doch nicht so schön aus, die Runde. Davor sah sie sehr, sehr gut aus. Okay, jetzt die letzte Haarnadel noch kriegen. Und dann setzen wir zur ersten Zeit an, die zwar nicht perfekt ist. Es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, aber sie ist schon mal okay. So, meine Stimme ist heute ein bisschen kratzig, glaube ich. Das liegt daran, dass ich die letzten zwei Tage lange wach war, viel gelernt habe. Und lasst euch nicht davon irritieren. Okay, das funktioniert tatsächlich sogar noch besser als im Training. Jetzt habe ich zwar 8 Zehntel liegen lassen, okay. Ach Mist, da habe ich so früh die Lenkung aufgemacht. Ja, okay, aber es sah trotzdem gut aus. Im ersten Sektor werde ich wahrscheinlich nicht nochmal schneller sein, aber in den restlichen Sektoren ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit zu holen. So, jetzt die Linkskurve hier.
Er hat die erste Kurve gut gekriegt, die zweite war ich ein Ticken zu schnell. So, jetzt mal gucken, was wir für eine Zeit fahren. Geht's in die 1,51er Region? Fast. 1,52,059. Da links unten steht's. Ich wollte es im Kopf ausrechnen, aber dann habe ich mir gedacht, okay, konzentriere dich lieber auf die erste Kurve. Ach, okay, ich glaube, die 18. gerade eben bezogen sich im ersten Sektor auf die KI. Also wenn die im ersten Sektor 18. noch schneller sind, das ist nicht gut. Müssen wir noch ein bisschen Zeit aufholen. Ja, unter anderem so. Okay, jetzt aufs Gas. So, jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bisschen weit raustragen lassen, aber ein bisschen zu weit war das schon fast. So, und jetzt spät bremsen, bitte. Das war mal zu spät. Ach, die Kurve gerade eben, die ist sinnbildlich für das, wofür Jerez für mich steht. Das ist einfach so eine schön geschwungene Strecke, da kannst du wirklich super früh aufs Gas gehen. Ich will immer aufs Gas treten sagen, aber ja, da kommt der Formel 1 Fahrer in mir hervor. So, entweder ich überhole den jetzt oder ich lasse ein bisschen Platz, ich überhole den jetzt. Ich glaube, die Runde wird mit diesem Überholmanöver sowieso nichts. Da vorne ist auch ein bisschen Verkehr. Da sind zwei Fahrer unmittelbar hintereinander. Haben wir hier eine persönliche Bestzeit noch? Jawohl, 1,51,8. Im letzten Sektor bin ich tatsächlich sehr schnell. Okay, jetzt bin ich mal ruhig. Jetzt fahren wir mal eine schöne Runde. Okay, das war ein guter Kurvenausgang. Nicht perfekt, aber trotzdem ganz gut. Nein! Ach man, Mist, beim Anbremsen verhauen. Im ersten sowie im zweiten Sektor sind wir gleich schnell. Fast wie Jorge Navarro. Ach Mist. Ja, hier war ich ganz, ganz früh wieder beim Beschleunigen, aber hat trotzdem viel Zeit gekostet. Der Kurveneingang. So, und wie sieht's hier aus? 2/10 Rückstand. Das kann man noch wieder gut machen. Aber nicht mit zwei Fahrern direkt vor der Nase. Und auch nicht, wenn man die Kurve gerade eben so verhaut wie ich. Na, der da vorne ist also Jorge Navarro. Er hat hier nochmal eine 1,51,4 rausgehauen. Also daran müssen wir uns erstmal messen. Vierter Platz im Moment, die vierte Position. Und ja, das ist okay. Kann man zufrieden mit sein für den Moment. Ich werde jetzt nicht überspringen, keine Sorge. Aber natürlich will ich da nochmal näher rankommen. Ja, mit der Zeit hat er sich jetzt deutlich abgesetzt. Und da ist er nochmal ein bisschen schneller sogar noch gefahren. Hat also seine eigene Bestzeit nochmal getoppt. Ist jetzt fast 3/10 vor dem zweitplatzierten Brad Binder. Mal schauen, ob wir da nochmal rankommen. Okay, ja, okay, gut, die fahren rein. Sehr schön. Dann nutzen wir hier mal eine ganz weite Linie.
um hier ein bisschen besser raus beschleunigen zu können. Let's do it. Das war sehr gut. Obwohl ich so weit rausgekommen bin, glaube ich, habe ich da keine Zeit verloren auf den Curbs. Nein! Ach Mist, die Kurve hatte ich anders in Erinnerung. Oh, es ist so ärgerlich. Die Runde war bis dahin wirklich perfekt. Das war wirklich super, super schön. Egal. Ja, okay, jetzt vermassel ich's. Ach Mann! Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Das war nämlich eine super Runde bis dahin. Vielleicht wird es ja noch was, aber... Ja, leider... Ja, doch schon! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, im letzten Sektor bin ich halt wirklich extrem gut unterwegs. So, Moment, jetzt habe ich die Runde versaut. Wir simulieren gerade, dass wir die Outlap jetzt fahren. Spulen so ein bisschen vor, da es das Spiel nicht für uns übernimmt. So, dann geht's, sagen wir mal, bis Minute 17 runter. So, und wir sind 31.000stel von Navarro. Das hat gerade so noch gereicht. Meine Güte. So, und jetzt versuchen wir nochmal hier den dritten Sektor nicht komplett zu verbaseln. Okay, da fährt einer an die Box. Sehr schön. Wir fahren hier wieder ganz weit außen an. Nehmen viel Schwung mit. Ein bisschen über die Curbs gefahren. Habe ich im dritten Sektor jetzt wieder Zeit verloren? Moment. Ja, okay, gut. Ich habe keine Ahnung, warum. Falls es wirklich so ist oder so sein sollte, bleiben wir im Konjunktiv. Ach, Mist. Schlechter Kurvenausgang, meine Güte, was war das denn jetzt bitte?
Okay, let's do it. Die Doppelrechts. Bitte, bitte, bitte. Ja, die zweite war okay. Da habe ich zu viel gebremst. Und die letzte Kurve, der Ausgang, der sah wieder nicht hundertprozentig okay aus. Mal schauen, kommen wir da ein bisschen unter unsere Zeit? Nein, leider nicht. Nochmal über 3/10 im letzten Sektor verloren. Aber ich muss sagen, wenn es so weitergeht, dann wird das ein verdammt spannendes Rennen sein. Denn theoretisch, die Bestzeit haben wir ja. Praktisch können wir das vielleicht ein, zwei Mal in einem Rennen umsetzen, denke ich. Na, hier war ich viel zu langsam, habe zu oft das Gas gelupft. Ja, da ist die Runde quasi schon zunichte gemacht. Und da bin ich auch noch auf dem Analogstick ausgerutscht. War entsprechend nicht ganz rechts. So, ist jetzt aber eh egal, die Runde. Ich würde sagen, wir wagen noch einen letzten Stint und gehen dafür nochmal ganz kurz an die Box, holen uns frische Reifen ab, überspringen noch ein kleines bisschen der Zeit, denn, ja, ich finde es so ein bisschen unfair für die KI, die muss halt die Einführungsrunde fahren und wir müssen das entsprechend nicht, also nicht die Einführungsrunde, sondern ihr wisst schon, was ich meine, die In- und Out-Labs, müssen die ja fahren, das kostet denen ja einiges an Zeit und wenn ich hier einfach meine Runden rumdödeln kann, dann ja, es ist halt ein bisschen blöd, wenn ich 40 Minuten reine Zeit. Oh Mann, jetzt habe ich aus Versehen, glaube ich, gebremst. Okay, ganz, ganz kurz, solange wir noch die Zeit haben. Beim Rausbeschleunigen bremsen. Ich hab mit der linken Hand so ein bisschen gestikuliert und dann plötzlich komme ich voll auf die L2, auf den L2-Trigger. Ist ein bisschen blöd, wenn ich halt 40 Minuten reine Fahrzeit habe, die auch gewertet wird und nicht dazwischen noch entsprechend In- und Outlap habe. Deswegen überspringen wir immer wieder so ein bisschen Zeit. Let's do it. Und wir wollen jetzt auch nicht irgendwie 4 Stunden Quali fahren. Das ist halt auch das Ding. Okay, das sieht gut aus. Aber vor mir ist jemand. Zwei Sektoren lang die exakt selbe Zeit gefahren, oder wie? Ja, das ist prima, denn im dritten Sektor bin ich richtig scheiße eigentlich. Also in der letzten Runde gewesen. Na, mach Platz, Mann! Ich meine, der fährt im Moment keine schnelle Qualifying-Runde. Der kann auch ruhig mal Platz machen. Also, ich bitte euch, so viel KI programmieren kann man doch wenigstens auf sich nehmen, oder? Dass der mal irgendwie an die Seite fährt, wenn irgendwie ein schnellerer Fahrer kommt. Das ist nicht nur für mich blöd, sondern auch für jeden schnellen KI-Fahrer, der irgendwo im Verkehr festhängt. Sowas gibt im richtigen Motorsport eigentlich eine Strafe, wenn du jemanden aufhältst, während er auf einer schnellen Runde ist und du halt nicht. So, war jetzt keine Bestzeit. Toll. Das ist jetzt der letzte Anlauf. Okay, let's do it. Entweder die Anzeige ist kaputt oder ich fahre wirklich seit
drei Runden oder so die exakt selbe Zeit im ersten Sektor und wahrscheinlich jetzt auch noch im zweiten. Mal abwarten. Ach man, da vorne ist eine ganze Schlange an Fahrern. Egal, ich bin konzentriert und probiere da. Ja, sehr schön. Zweiter Sektor. Wow. Oh nein, zu spät gebremst. Ja, könnte trotzdem noch okay aussehen. Der letzte Sektor muss es reißen. Ja, und ihr erinnert euch, der Sektor 3, der war auch in der Runde davor nicht so gut. Hat der Typ jetzt Platz gemacht? Ach, der fährt an die Box. Und der letzte Sektor war wieder so lala, aber ich glaube, das wird eine neue Bestzeit trotzdem. Jawohl! Das ist nochmal eine neue Bestzeit geworden. Sehr schöne Sache hier. Da sind wir ganz, ganz knapp nochmal schneller geworden. Mit dem allerletzten Run. Ich glaube, da war noch so eine Zehntel drin oder so. Ja, und ansonsten 6 Zehntel Vorsprung, aber... Ich sag's mal so, in den USA konnte ich mich nicht so wirklich absetzen, obwohl ich die Strecke kannte und 1,8 Sekunden Vorsprung hatte. Also mal schauen, wie es hier morgen laufen wird. Bastianini, der war beim letzten Mal sehr auffällig, genauso Fabio Quartararo. Ich spreche das jetzt ein bisschen französisch aus, so wie ich denke, wie es ausgesprochen wird. Falls ihr es schon unter das letzte Moto3 Video geschrieben habt, ich nehme so ein bisschen im Voraus auf, weil Prüfungen, ich erwähne es immer wieder, weil einige Leute bekommen es immer wieder nicht mit, wo ich mir dann auch denke, dann bekommt es mit. Ihr solltet vielleicht auch das nächste Rennen mitbekommen, das wird dann entsprechend morgen hochgeladen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Mich würde es freuen, wenn ihr mich weiter bei dem Projekt supporten würdet. Lasst mir eure Däumchen da und wir sehen uns entsprechend beim nächsten Mal wieder. Haut rein!